Weiter geht's bei Friede, Freude, Smartphone. Ich habe mir das Deutschland-Ticket gekauft und heute zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. Das Deutschland-Ticket, das ist nicht ein einmaliges Ticket, das ist ein Abo, das sich monatlich verlängert. Und man kann das Deutschland-Ticket nicht in der App DB Navigator kaufen. Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht, dann ist es auch ganz einfach. Um die Webseite zu öffnen, suche ich hier erstmal Deutschland-Ticket. Deutschland-Ticket. Und suche jetzt hier die Webseite der Deutschen Bahn und hier tippe ich auf 49 Euro Ticket. Ich lasse nur die erforderlichen Cookies zu. Und hier kann ich jetzt auf Jetzt buchen tippen. Hier wird mir das Ticket angezeigt und hier steht auch nochmal monatlich drauf. Ich gehe ein Stück weiter nach unten. Die Karte verlängert sich monatlich und deswegen muss ich hier sagen, ab wann ich sie nehmen möchte. Ich möchte sie jetzt hier ab Juni nehmen. Ich lasse das so. Ich habe keinen Aktionscode. Ich gehe also noch ein Stück nach unten. Als nächstes muss ich hier meine Personalien eingeben. Ich tippe hier einmal drauf und das mache ich jetzt hier einmal. Alles, was hier ein Sternchen hat, ist Pflicht. Ich muss hier das Geburtsdatum eingeben. Um das Jahr zu ändern, tippe ich hier oben auf das Jahr. Jetzt muss ich hier noch meine Anschrift eingeben. Und eine E-Mail-Adresse. Telefonnummer muss ich hier keine eingeben. Die Telefonnummer hat kein Sternchen, deswegen muss ich die nicht eingeben. Als nächstes gebe ich hier die reisende Person ein. Ich tippe hier einfach drauf. Hier kann ich angeben, ob ich das Ticket selber nutze oder es für eine andere Person buche. Ich nutze das Ticket selbst, ich lasse es also. Und als nächstes tippe ich hier unten zur Zahlung. Da das ein Abo ist mit monatlicher Aufladung, gebe ich jetzt hier eine SEPA-Lastschriftermächtigung. Ich muss hier also einmal mein Konto eingeben, die IBAN-Nummer. Und kreuze hier unten an, dass ich damit einverstanden bin. Hier wird mir der Preis noch mehr angezeigt. Als nächstes muss ich jetzt hier Bestellung überprüfen tippen. Hier werden meine Angaben noch einmal alle angezeigt. Ich muss hier natürlich den Vertragsbedingungen zustimmen. Marketing möchte ich keins haben, weder per E-Mail noch per Telefon. Und damit kann ich hier unten auf Jetzt kaufen tippen. Als nächstes bekommt man jetzt auf die E-Mail-Adresse eine E-Mail mit der Buchungsbestätigung. Diese E-Mail ist noch nicht das Ticket. Damit habe ich mein Deutschland-Ticket gebucht und im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie es mit der App DB Navigator verbinden. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinschauen. Bis dahin. Tschüss.